Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So, wir müssen mit Ali sprechen. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn letztes Mal eigentlich gemacht? Wir haben getötet oder sowas, ne? War da nicht irgendwie was? Waren wir nicht heldenhaft unterwegs, indem wir skrupellose Morde begangen haben? So, wo haben wir denn Ali? 180 Meter in der Richtung. Ich habe echt vergessen, was Ali mit uns vorhat. Warte mal, es ist Ali. Es kann nichts Gutes sein. Ich gehe mal davon aus, dass er mit uns wieder einen Krieg anzetteln will. Ist das möglich? Ich komme jetzt aber auch echt nicht drauf. Also jetzt mal ernsthaft. Ich hab vollkommen vergessen, wo wir das letzte Mal eigentlich stehen geblieben sind. Also ja, beim Bruderschaftshaus sind wir stehen geblieben, ne? Aber was wollten wir mit Ali? Ah ne, wir haben ja diesen Schiffsfanatiker umgebracht und diesen anderen Typen. Und dann war ja der Typ, der aussah, als wäre... Wortkotze. Dann war ja da noch der Typ, der aussah, als würde er zum Orden gehören. Und den haben wir ja auch umgebracht. Den werden wir bestimmt noch mal töten. War da nicht irgendwie was in der Richtung? Haben wir der Geschichte was weggenommen? Oh, das werden wir ja sehen. Sehen wir ja gleich, ne? Ist eine Kiste drin? Nö. So, freuen sich denn alle schon auf Weihnachten? Ist ja kurz davor, ne? Geschenke hoffentlich schon alle besorgt. Und für einen selbst natürlich besorgen lassen. Ali, bist du bereit? Wer bist du, dass du mir sagst, was ich zu tun habe? Es steht mehr auf dem Spiel als dein Stolz, Wasif. Wir wandeln auf einem schmalen Grat. Genug! Überleg dir, was du sagst, wenn wir uns wiedersehen, Statthalter! Ich lasse mich nicht zweimal beleidigen. Das sind Wasif und Bagdads Statthalter, Muhammad ibn Abdallah ibn Tahir. Er gab Wasif einen Befehl, der diesem nicht gefallen hat. Der Statthalter von Bagdad kann dem Heerführer keine Befehle erteilen. Außer, gehört er etwa auch zum Orden? Muhammad? Das glaube ich nicht. Er ist nicht nur Statthalter, er ist auch Dichter und Gelehrter. Ein geistreicher Mann. Ein möglicher Verbündeter, dachte ich. Tja, ich hoffe, du hast recht. Wasif allein ist schon schlimm genug. Ich muss nur einen Weg in die Garnison finden. Ich weiß einen. Einer der Bediensteten ist mir treu ergeben. Du findest ihn beim Küchenhaus. Wenn er die rote Schärpe sieht, wird er dir helfen. Und was tust du? Ich suche Beshi und befreie dann andere Aufständische aus dem Kerker. Wasif überlasse ich dir. Okay, wir werden also einen anderen Weg reingehen und Ali macht wieder sein eigenes Ding. Ja. Kriegsfürst, du hüllst dich in die Farben des Kalifen, um nach Belieben entführen und töten zu können. Du bist die Geißel dieses Landes. Dessen Erde ist rot vom Blut jener, die du abgeschlachtet hast. Nur weil sie ihre Freiheit wollten. Oder du es befürchtet hast. Du hältst dich für unantastbar. Umgeben von deinen Soldaten. Und doch werden wir die Garnison stürmen, Beshi befreien und deine Schreckensherrschaft beenden. Töte El-Madikwar. El-Madikwar, das Oberhaupt des Ordens, das für die Hinrichtung der Aufständischen in Ash-Shakir verantwortlich ist, wurde als Kriegsfürst Wasif ad-Turki entlarvt. Wasif ist eine graue Eminenz, die hinter dem Thron steht und nach Belieben Kalifen an die Macht bringen und beseitigen kann. Seinen mörderischen Feldzug führt er von der großen Garnison aus, wo er nun Beshi, ein Anführer des Aufstands, festhält. Suche nach Möglichkeiten, dich in die große Garnison einzuschleichen. So, wir sollen ja die Küchenhilfe suchen. Also war ja so ein Tipp von Ali. Diese Mauer kann man nicht erklimmen. Bogenschützen haben wir jetzt nicht. Wir dürfen gucken. Ja. Diese Mauer kann man nicht erklimmen. Ich muss einen anderen. Bogenschützen haben wir doch.
Der arme Vogel, ne? Der will uns jedes Mal helfen. Ja, wo? Zeigt er uns nicht an, ne? Ah. Da können wir einmal hingehen. Suche nach Wegen, um hineinzugelangen. Diese Mauer kann man nicht erklimmen. Ich muss einen anderen Weg hinein. Wir schauen mal, was das für ein Dude ist da unten. Palim, palim. So sind die Mauern der Garnison doch völlig nutzlos. So, ich muss ihn belauschen. Haben wir hier eine Bank? Oh, das ist ja Zufall. Hast du die Löcher in der Garnisonsmauer gesehen? Was bringt einem eine Mauer, wenn Löcher drin sind? Du meinst die Bauarbeiten? Da sind überall Wachen. Niemand kommt unbemerkt rein oder raus. Vielleicht gibt es an der nördlichen Mauer einen Weg hinein. Ich sehe es mir mal an. An der nördlichen Mauer, also diesmal von der anderen Seite. Ja, ja, ich bin schon... Ja, 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 ist ja gut. Ist ja kein Grund, hier Ärger zu machen, ne? Können auch alle friedlich miteinander reden. Okay, also grundsätzlich würde ich jetzt sagen, er meint hier vorne. Aber nördlich ist ja in die Richtung, also wäre es ja eigentlich auch die Seite hier, ne? Aha. Oh. Was war das? Was war denn das für ein skurriles Geräusch? Der Bedienstete könnte sich beim Küchenhaus... Ja gut, dann müsste ich Enkidu wieder fliegen lassen, aber der Bogenschütze stört mich dabei ein bisschen. Wir gehen einfach mal so ein bisschen die Mauer entlang. Ein Riss in der Mauer. Also bis hier darf ich auf jeden Fall hin. Sieht das einer? So. Sieht keiner. Bringt mir auch gar nichts hier vorne. Riss an der Mauer. Riss an der Mauer, Riss an der Mauer. Das ist damit nicht gemeint. Lass deinen Blick schweifen. Ah, wir sind zu dicht dran, ne? Das Wagen, es war zu groß, Aliki. Ja, es tut mir leid, kleiner Vogel. Oh, wir versuchen es von hier nochmal. Nein, immer noch zu dicht. Jetzt nicht dorthin fliegen. Ja, ist ja... Er ist aber auch hartnäckig, der Schütze. Was kann ich denn machen? Wir haben... Wo haben wir denn hier einen Riss in der Mauer? Entfernt mit dir. Uno Momento. Ja, das ist immer noch öffentliches Gelände hier. Das ist ja immerhin kein Privatparkplatz. Ja? Doch, das ist ein freies Land. Ich darf bis zu dem Tor gehen. Hier, ich zeig dir das mal. Naja, fast bis zu dem Tor. Nicht dahin schubsen! Bist du verrückt? Du schubst mich dahin, ich kriege Ärger. Wie viele haben wir denn hier? Eins, zwei, drei. Drei Leute, aber auch kein Zugang, ne? Das fällt nicht auf. Hallo! Hey, was ist da los? Hä? Michael Jackson is still alive. Er ist einfach mal so rückwärts gemoonwalked. Man weiß ja nie. Nur wenn man es weiß, weiß man es. So. Ja, ja. Kleinen Moment. So, du warst nämlich der Letzte.
So. Wollen wir mal gucken, wie gut du schwimmen kannst, ne? Entweder schwimmst du ganz passabel oder du gehst unter. Also ein Mix aus beiden, ne? Es reicht für unsere Zwecke. Hier dürfen wir schon gar nicht mehr hin. Aber hier kommen wir auch nicht rein. Weise mir den Weg. Überdenken wir unsere Herangehensweise. Ja, ja, wir gucken erstmal. Gehen erstmal einmal außen rum und schauen mal. Vielleicht nehmen wir auch den Weg, wo wir letztes Mal drin waren. Reingegangen sind. Den fand ich zum Ausdünnen der Mannschaft natürlich auch. Der Mannschaft, der Soldaten. Fand ich den eigentlich ziemlich gut. Oh, hier kommst du ja nirgendwo hoch, ne? Zeigt er mir sogar die Stelle an, wo wir letztes Mal rein sind? Hier dürfen wir noch hin. Ach, wir sind wieder... Ja, wir sind wieder in der Stadt. Wollte gerade sagen, ich darf jetzt hier durch die Garnison laufen? Okay, einmal haben wir dort einen Zugang und wir haben in 26 Metern dort einen Zugang mit der Küchenhilfe. Also einmal die Küchenhilfe, einmal den Riss in der Mauer. Aber wie soll ich da durchkommen? Wenn wir oben über die Mauer gehen? Oh, hier sind Stacheln, hier komme ich nicht hoch. Falsche Seite. So. Ich guck mal, bis wo dürfen wir denn? Also hier schon gar nicht mehr. Komme ich hier hoch? Na sicher. So. Ich komme nicht... Doch. So. Okay. Wir haben... Oh, okay, wir haben hier eine Wache, die kann uns auf jeden Fall sehen. Der da oben, weiß ich nicht, ob der so weit gucken kann. Adlerauge, ich meine, der kriegt ja, der sieht ja sogar meinen kleinen Vogel. Wenn der am Fliegen ist. Hier unten ist recht übersichtlich. Da ist keiner drin, ne? Eine kleine Überraschungsparty. Hallo! Nicht runterfallen. Okay. So, dem entledigen wir uns einmal. Da ja wohl keiner finden. Oh Mann. Sind wir Optimisten, ne? Okay, jetzt können wir von hier kommen wir auf jeden Fall schon mal hier runter. Ohne, dass wir die reizen sollten. Hier noch irgendwas aufmachen? Natürlich nicht. Das könnte ein Weg hinein sein. Es gibt hier einen Bediensteten, der zu Ali hält. Er muss in der Nähe des Küchenhauses sein. Das da wäre wo? Oh.
Oh, wir müssen die doch noch beseitigen. Da unten ist eine Kiste. Da können wir ja, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Und da ist der Bedienstete. Ja, zu dem würden wir ja leicht kommen, ne? Unbemerkt. Hier runter, darüber. Wollen wir uns erst die Kiste holen? Aber wir haben hier natürlich, wenn wir jetzt gleich Ärger machen, wir haben ja hier auch zwei große und die Bewohner könnten uns sehen. Gehen erstmal rein. Ich wette, der Schlüssel ist in diesem Rattenloch von einem Zimmer. Wo ein Schlüssel ist, ist auch eine Tür. Oder ein Tor. Wo eine Tür ist oder ein Tor, ist in der Regel auch eine Wand. Meistens am Zimmer Fußböden. Hier drüben. Ja, ich bin unterwegs. Bist du Alis Mann? Ich sah die rote Schärpe. Wir müssen uns sputen. Wasif ist im Innern der Garnison. Ich kann dich durch einen Nebeneingang bringen, aber man darf uns nicht zusammen sehen. Folge mir mit etwas Abstand und lass dich nicht entdecken. Verstanden. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Können wir nicht einfach sagen, ich bin dein Gehilfe? Gut. Lass uns gehen. Ich gehe so wie immer, um keinen Verdacht zu erregen. Und ich? Folge mir mit etwas Abstand und bleib in Deckung. Das finde ich ja jetzt... Versuch, im Schatten zu bleiben. Schreie gehört? Das klingt fast nach Geistern. Man sagt, im Kerker soll es spuken. Da unten geht etwas vor, das nicht recht ist. Es war bestimmt ein Tauch. Das selber was? Die Maske. Oh, oh. Gar nicht wissen. Jetzt haben sich alle umgedreht. Oh, oh, oha. It's getting hot in here. Ich hoffe, die Mauer wird bald repariert. Das hoffen wir beide. Dann wird auch der Wachgang kürzer. Oh mein Gott. Heerführer Wasif ist zurück. Keine Nachlässigkeiten beim Wachgang. Ich gehe davon aus, wir gehen hier oben lang. Wer beim Abkürzen erwischt wird, verliert einen Wochenlohn und reicht einen Monat lang den Abort. Gehst du hier rein oder müssen wir da rü- Müssen die Seiten wechseln? Oh, ja, ja, ich komme. Du solltest nicht so oft stehen bleiben, das ist, glaube ich, suspekt. Ich bin nicht dein Sadik. Kümmere dich um deinen Kram, und zwar schnell. So weit, so gut. Die Hälfte ist geschafft. Bleib verschwunden. Wenn man dich sieht, kann ich dir nicht mehr helfen. Und du musst selbst einen Weg finden. Oh, das wäre nicht das erste Mal. Oh Gott, ich habe immer Angst, dass die runterfallen. Ich habe immer... Ich habe jedes Mal Schiss, dass die dann aus Versehen die Kante runterfallen und dann gesehen werden. Den habe ich nicht gesehen. Das sind die Unterkünfte. Wasifs Gemach befindet sich vermutlich weiter im Inneren. Weiter im Inneren? Ich kann hier nicht um die Ecke gucken, ne? Also das da hinten auf jeden Fall. Ja, gut. Wo ist unser Freund? Die Hilfe ist vorbei, ja? Oder steht er da hinten? Nee. Oh Gott. Bisschen Angst, dass der andere da rauskommt. Ja, ja. Was geht da vor? Was ist da bloß los? Skurrile Ereignisse. Ich wurde kurzzeitig gesehen.
Ja, da drüben. Oh. Nicht so weit. Okay, haben wir hier drinnen noch irgendwas zu snacken? So, oh, hier. Oh. Geil. Folge mir nicht so offensichtlich. Willst du mich verarschen? Ich hatte noch gar keiner gesehen. Hey du, hi. Hat er nicht mitgekriegt? Ja, ich würde auch gern unauffälliger hier lang gehen, aber ich muss das so tun. Boah, da musste ich mich jetzt beeilen. So, die Frage ist, soll ich jetzt schon hier runter? Ich soll ihn ja folgen, ne? So, wir schauen mal. Oh, eine Truhe. Ich gehe hier nochmal hoch. Rüber. Geh da rein. Oh nein, 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 nein. Der Schlüssel ist wieder von der Kette gefallen. Der Hauptmann bringt mich um, wenn ich ihn verloren habe. Oh oh. Ja, wo ist der Schlüssel, mein Freund? Hm? Ich bin der neue Hauptmann. Der Schlüssel liegt hier unten drinne. Oh, wie komme ich denn da unauffällig rein? Die gucken alle woanders hin, ne? Ich könnte einfach hinter denen hier dran vorbeigehen. Ist das richtig? Absolut leise. Es hat keiner gehört. Oh, hier haben wir den Schlüssel. Ein Schlüssel. Damit komme ich in den inneren Bereich der Garnison. Erstmal die Tür aufreißen und dann hinter uns zuknallen lassen. Ich arbeite allein. Dieser Grobian wird hier nicht gebraucht. Ich erfülle meine Pflichten in Al-Kark und mehr. Ich kann mit Sicherheit auch die Führung in Ashakia übernehmen. Er mischt sich in meine Angelegenheiten ein und ist mit seinem ganzen Gehabe eine Beleidigung meiner Fähigkeiten. Ich bitte förmlich um... Dieser Brief ist unvollendet. Hm, worum bittet er denn? Okay, hier komme ich nicht raus. Wir sneaken uns wieder lautlos durch die Tür. Oh, jetzt wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. So. Ich will nichts jinxen, aber das läuft ja wie am Schnürchen hier, ne? Das ist ja ein ganz simples Durchmarschieren. Okay, jetzt müssen wir wieder darüber. Außenrum oder wollen wir hier rüber hopsen? Da könnte uns der vielleicht sehen, vielleicht auch nicht. Aber irgendwer anders sieht uns. Okay, das musste jetzt sein. Er ist auch der Einzige, der hier patrouilliert, ne? Hoffen wir es mal. Dann legen wir nochmal ein Stück zur Seite. So, wollen wir nicht einfach außen rumgehen? Wir entledigen uns ihm hier. Da ist keiner.
Du hast genügend Material für Verbesserungen, um Hilfsmittel zu verbessern. Besuche die Bunamasu? Shikabuma. Okay, dann kann ich jetzt endlich mein Dolch auf die letzte Stufe bringen. So, einen kleinen Moment müssen wir noch warten. Alles Gute kommt von oben. Adlerangriff. Oh, das war ja cool. Diese Tür führt dich zum Passiv. Ich muss wieder zurück. Ja. Herzlichen Dank, der Herr. Hier hast du eine Dublone. Kauf dir was Schönes. Ach nee, ist ja in meine Tasche gewandert. So. Wir haben dort eine Tür und hier eine Tür. Ich sehe nichts, ne? Aha! Massivs Gemach. Überraschend karg für einen Mann seines Rangs. Aber genug drinne, dass wir uns ein bisschen bedienen können. Was für ein aufwendiger Schrein. Oh. Wasif muss seine Mutter geliebt haben. Der Staub der Erinnerung. Ich war noch ein Junge, als sie mich schnappten und zum Schmied schickten. Der Hundesohn prügelte mich, aber ich machte mich stark, so wie du es mir beigebracht hattest. Sobald ich groß genug war, brach ich ihm mit meinen eigenen Händen das Genick. Ich drückte zu, bis ich es knacken spürte. In diesem Moment war kein Zorn in seinen Augen. Das Einzige, was ich sah, bevor sie sich mit Blut füllten, war Angst. Du wärst stolz auf mich gewesen, Mama. Da, welche Mutter wäre da nicht stolz, ne? Wenn der Spross mit den eigenen Bärenklauen seinen Übergestellten umbringt. Ja, mit purer Gewalt und Manneskraft. Da wäre jede Mutter stolz. Eindeutig. Der Kriegsfürst nähert sich und er duldet keine Unordnung. Moment. Besser. Das Heft ist gut. Das Gewicht auch. Wer ist das auf dem Stuhl? Ist doch etwas zu klein. Beshi. Mal sehen, ob die Schneide auch besser ist. Wer gegen uns die Waffe erhebt, gehört nicht zu uns. Du hast die falsche Seite gewählt. Allah wird über mich richten. Nicht du. Das ist so eine geteilte Aufgabe gerade, ne? Oh. Voll langsam reingeschoben. Es bleibt zu viel kleben. Mach die Blutrinnen tiefer. Ja, ich denke, du wolltest Beshi retten. Weisen wir dem Hund eine Gnade. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ali verkackt hat. Er hat in seiner Aufgabe versagt. Ach, ich krieg da so keinen. So, wir machen mit. So, außer Hilfe, mein Kleiner. Ja, guck mal, ich zeig dir, wie das geht. Du musst ja einmal umdrehen und dann filetierst du den Hals, ne? Ja, jetzt müssen wir wohl ein bisschen trauern. Ich bin ja nicht nachtragend, aber wer hatte jetzt den besseren Plan? Befreien wir die anderen. Dann kannst du deine Männer rausbringen. Und ich kümmere mich um Wasif. Rausbringen? Sei kein Narr. Das ist der perfekte Startpunkt.
Wir werden hier alles vollständig niederreißen. Wir könnten auch einfach in Zorn verfallen. Okay, wir sollen ja Vasiv töten. Der ist ja hier entlang gegangen. Vorher würde ich gerne einmal schauen, haben wir hier noch Kisten? Und die Tür ist sowieso von der anderen Seite verschlossen. Hilfsmittel? Ja, immerhin. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen und da oben ist ein Schlüssel. Ich sollte vielleicht wieder sneaky vorgehen. So. Ein bisschen ruhiger, ne? Ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Okay. Der Schlüssel ist noch ein weiter oben. Frag mich ein bisschen, was jetzt das Zeichen da hinten bedeuten soll, 56 Meter. Weil, er ist ja hier unten reingegangen. Soll ich die Männer mitbefreien? Oder muss ich einmal quasi rum? Also durchs Gebäude und... Okay. So, die Tür bekomme ich nicht auf. Wir haben von der anderen Seite auch kein Fenster, würde ich jetzt mal von ausgehen. Genau, und wenn die verriegelt sind, bringt uns auch kein Schlüssel was. Und aus dem Grunde haben wir das Symbol und müssen da lang, richtig? Denn wir helfen Ali. Schönes Wetter. Der Aufseher hat den Schlüssel zu unseren Zellen. Vorsicht! Er ist gefährlicher, als er aussieht. Tür verschlossen. Ich kann Enkidu gar nicht rufen. Ich habe den Schlüssel nicht. Er hat den Schlüssel... Ach Gott. Was habe ich jetzt eingesammelt? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Na gut. Dann gehen wir mal auf Wanderschaft, ne? Sightseeing. Historische Burgmauern anschauen. Hier haben wir drei Leute. Boah, das war cool. Das war cool. Und ich habe alle beseitigt. Ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Oh, was ist denn hier? Irgendwas Interessantes? Hä? Können wir einfach mal die Tür entriegeln? Vielleicht brauchen wir das später mal. Auf Zeitdruck, dann ist sie schon mal offen. Oh, hier können wir noch zum Einsturz bringen. Das haben wir jetzt nicht benötigt. Okay, wie viele Leute haben wir denn hier unten? Da ist der Aufseher. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt eigentlich genau. Wir fangen... hinten an. 1, 2, 3. Wir könnten auch was zum Explodieren bringen. Machen wir aber nicht. Und beginnen. Hm.
Das ist so eine coole Fähigkeit. Ich finde die so super. So, Truhe plündern. Haben wir hier noch irgendwie ein bisschen Loot für uns? Oh. Nein. Gut, dann befreien wir die Aufständischen. Wieso steht Ali eigentlich schon wieder so total sinnlos und nutzlos und, Also wieso steht er schon wieder total nutzlos da drin rum? Wir machen wieder alles alleine. Alles. Das sind ja eigentlich seine Aufständischen, ne? Ich meine, er kriegt wirklich gar nichts hin. Guck dir das an. So. Ja, können wir auch. Wie Ali den Kleinen gemacht hat, während wir hier drei Große hatten. Drei an der Zahl. In meinen Überlieferungen werden das aber 13 sein. Noch ein bisschen Nahrung. Kommt raus, Mädels. Ihr seid frei. Nein, für mich. Für mich. Ich habe euch gerettet. Zeigt mir ein bisschen Dankbarkeit. Scheiß auf Beshi. Der kriegt das eh nicht mehr mit. Ich meine, wir haben mit Beshi einen guten Mann verloren. Wir werden an ihn denken. Okay, was wollen wir tun? Besprechen wir uns? Deine Männer sind frei. Jetzt muss ich Wasif finden. Direkt über uns ist ein Signalfeuer. Wird es entzündet, ruft es die ganze Garnison auf den Plan. Die Wachen kommen dann zu uns. Und ich finde einen Weg in sein Gemach, solange er allein ist. Gut, ich entzünde das Feuer. Denk an unsere Abmachung. Wie könnte ich die vergessen? Was hatten wir nochmal für eine Abmachung? Ich hab das schon vergessen. Hä? Wir haben eine Abmachung? Dass da oben was qualmt, ja? Das soll ich anzünden? Oder was? Ne, hier haben wir überall schon. Das brennt ja alles. Signal für Garnison, ja klar. Hier haben wir noch eine Kiste. Ah, die müssen wir uns auch noch holen. Hier und irgendwo da am Eingangsbereich. So ein bisschen weiter außerhalb. Da waren ja auch noch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Ah, die müssen wir uns beide holen. Die ist drinnen, ne? Oder ist die hier auf dem Balkon? Hier haben wir auch noch eine Kiste. Oh, eine große! Ach, die brauche ich auf jeden Fall. Genau die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Entzünde das Leuchtfeuer. Ach, das ist über Klingen markiert. Bin ich blind? Ein wenig vielleicht. Ein wenig vielleicht. Also nie einen Toten gesehen. Jetzt. Kann den nicht mal einer aus dem Wasser holen? Irgendwie, dass man den mal an die Seite bringt oder so ein bisschen? Als Zeichen der Anerkennung, Würde und so? Ich meine, man lässt ihn da so in der Pfütze liegen. Ich sehe nicht. Wunderbar. Jetzt bekommt er seine Rache. Ah!
5? Mehr Leute sind das nicht? Das sind nur 5 Leute? Oh, wir gucken mal, ob wir unauffällig reinkommen. Die Tür ist immer noch zu. Ja, aber wie? Oben? Basim. Verdammter Junge. Muss ich jetzt doch wieder oben hin? Er ist doch unten reingegangen, oder nicht? Ich sage kein Wort. Meine Lippen sind verschlossen und den Schlüssel habe ich vergraben. Aua. Sachte, ganz leise. Achso, hier komme ich gar nicht lang. Was sollen wir tun? Wir sind umzingelt! Sei still! Schreib mit, schnell! Der Ketzer Ali und seine Aufständischen greifen die Garnison an. Erbitten Verstärkung. Versiegle den Brief. Wird die Tür aufgebrochen, schlüpfe hindurch und bringe ihn zum Kalifen. Auf Leben und Tod. Ja, ja, Saidi. Scheiß dir in die Augen. So, da bin ich auch schon, Freunde. So. Oh. Okay. Du bist gut. Hä? Ich komme nicht gegen ihn an. Kann ich mal bitte einmal aus der Ecke? Danke. Kleinen Moment, ich muss Ausdauer sammeln. Nochmal. Hä? Ich kann ihn nicht blocken? Wie mich kannst du nicht besiegen? Ich glaube, ich merke das auch gerade. Hey, das ist voll unfair! Nein! Ich würde dich langsam töten mit bloßen Händen. Dazu müsstest du etwas schneller sein. Eigentlich finde ich, ist er schon ziemlich schnell. Er könnte ruhig ein bisschen langsamer werden. Mein Freund jaulte wie ein Hund, als ich ihn aufgespießt habe. Welchem Tier wirst du wohl ähneln? Einem Schwein wahrscheinlich. Das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Kannst du so etwas tun? Ich sitze nicht nur herum, du Feigling. Hallo? Basim? Du müsstest auch schon mal ein bisschen machen, was ich sage. Ich kann ihn nicht blocken. Ich kann, warum auch immer, nicht parieren. Alter, war das knapp. Ich habe ein bisschen Schiss gehabt, dass ich drauf gehe. Herrlich. Oh. Eine Feder. Ist das nicht ironisch? Wurde sie einem Adler abgenommen, der vom Himmel fiel? Ein Symbol der Freiheit. Ein Wort, das du nicht oft benutztest und nie wieder benutzen wirst. Oh.
Das ist also Freiheit. Und doch sehe ich keinen Ausweg. Hat er jetzt versucht, einen auf poetisch und sensibel zu machen? Jetzt kommt der Djinn. Ali. Ali ist irgendwie ein ganz schöner Kuckuck. Der Umschwung beginnt nun mit uns. Er schmückt sich mit fremden Federn. Ob das so gut ist? Nee, das ist gar nicht gut. Ich hab nämlich... Hallo, Basim? Bist du... Steh doch mal auf. Basim? Du Sauhund. Das war's. Verschwinden wir von hier. Ja, ich bin ganz deiner Meinung. Kleiner Moment. Ja. Verstehst du das unter Freiheit? Dir deinen Weg aus einer Garnison frei zu kämpfen? Wieso? Fehlt dir der Mumm für einen ehrlichen Kampf? Nein. Ich bevorzuge nur ein ehrliches Attentat. Ich hoffe, du bildest deine Leute besser aus als der Herrscher. Oh, wir müssen jemanden wiederbeleben. Alles wird gut, mein Freund. Gib mir die Hand. So. Reiß dich zusammen, Basim. Sofort. Nicht cool. Geschafft. Ich habe keine Ausdauer. Nicht knapp. Unvermeidlich. Wer wachen? Haltet mir sie vom Leib. Also, wieso springst du da rein? Ich habe keine Hilfsmittel. Scheiße. Jetzt habe ich den nicht gesehen. Wir müssen mal ein bisschen Abstand gewinnen. Ich habe keine Ausdauer. Und kein Leben. Ich habe kein Leben und keine Ausdauer. Ja, so bin ich, so kennt man mich. Ist hier irgendwo noch ein Suppentopf? Haben wir hier noch einen kleinen Snack für mich irgendwo? Ali und seine Leute, die machen das schon. Ich brauche erstmal ein bisschen Nahrung. Ein bisschen Leben wäre nicht schlecht. Wache. Nehmen wir denselben Weg, auf dem wir reinkamen. Oh nein, Sam. Ich kann dich nicht so. Hierher. Moment.
Oh mein Gott. Dieser Stress. Nimm ein Elixier. Sehr gerne. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ja. Ja, ich bin da eher so pessimistisch. Pessimistisch? Pessimistisch. Pessimistisch. Oh mein Gott. Moi, das ist ja ein Stress wie kurz vor Weihnachten, ne? Das ist ein guter Tag. Wir treffen uns im Bruderschaftshaus. Die ganzen Geschenke besorgen muss. Mai, oh mai, oh mai. Unser Kampf beginnt! Wir finden Freiheit oder den Tod! Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Tod finden. Allah ist groß! Es gibt einen Gott außer Allah! Allah ist groß! Es gibt einen Gott außer Allah! Allah ist groß! Es gibt einen Gott außer Allah! Basim guckt immer so, ich glaube, der ist von Ali auch nicht so begeistert. Okay, jetzt müssen wir noch Plakate entfernen. Ah, hier. Darf ich mal? Entschuldigung. Danke. So, das war das erste. Direkt gefunden. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das andere auch noch finden und danach zum Bruderschaftshaus. Ey, die gehen aber auch unter. Das ist wie Camouflage an der Wand, ne? Mai, oh mai. So, das war auf jeden Fall Assassin's Creed Mirage. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Seid das nächste Mal gerne wieder mit dabei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, haut rein. Ciao.